Willkommen zurück. Gut, wo war ich stehen geblieben? Behausung haben wir. Ja, Spielzeug, aber ich hole sie erstmal rein. Die Dachse. Die Brechdachse. Hohoho. Wimmeln wir das gleich mal rein in den Arbeitsbereich. Arbeitsbereich. Na, geht doch. War ich Strom hier hinten in diese Ecke? War Strom? Nur so homöopathisch haben wir Strom. Und wir, wenn wir... Ah. Kommen wir damit dahin, wo wir hin wollen? Ja. Den gehen wir nämlich den schon mal aus dem Weg. Zone 4 ist halt nicht groß, ne? Haben wir jetzt zumindest Strom da hinten. Oh, Feuersalamander. Tiere. Die Feuersalamander. So, welche behalten wir denn? Ich würde eher mal sagen, so relativ junge Tiere. Ich auf dich. Ja. Spüren wir mal ein bisschen Geld in die Kasse. Ja, langsam wird es ein Diashow. Das sollte eigentlich, glaube ich, so funktionieren. Gut, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Einmal kurz durch die Tiere gucken. Ja, Dachs, die sind unterwegs. Brillenpinguine habe ich erst das schon mal aussortiert. Oh, laufende Kosten. Elefanten sind 4 und Schnabeltiere, aber Schnabeltiere waren schon mal 60 Stück drin. Gut, was sagt denn Feuersalamander? Sauberkeit, da ist gerade wer unterwegs. Goliathfrosch, Goliathkäfer haben auch schon wieder viele. Ja. Gucken wir gleich mal rein. Wenn die anderen noch nicht da sind, können wir doch mal in ganz Ruhe reingucken. Das große wandelnde Blatt. Machen wir das eben zu. Nehmen wir die und den Rest verkaufen wir. Tschüss. Was haben wir denn noch? Wandelndes Blatt hatten wir fertig. Pillendreher. Der gute Pillendreher. Ah, behalten wir auch relativ junge Tiere. Dieses Weibchen. Und ein junges Männchen. Haben wir sowas? Die Männchen sind immer so alt. Was ist das jüngste Männchen, was wir haben? Mal. Dich, nicht dich. Tschüss. Ja, Feuersalamander ist doch gerade wieder unterwegs. Entspannt euch mal. Jetzt einmal die Scheibe glatt poliert, ne? Kommen gleich die Tierschützer, der Goliathkäfer. Okay, die vermehren sich jetzt wie die Wilden. Der Goliathkäfer. So, gleich müsste die Dachse ja da sein. Ja, perfekt. Tschüss. Gucken wir mal schnell hin. Tierpflege angefordert. Ist nicht mehr ganz so eine Schandecke hier hinten. Alles bereit, ja. Es ist alles drin.
Gut, was sagen die, was sagt der Arbeitsbereich? Bei den Tierpflegern in Zone 4. Es gibt noch Mitarbeiterraum, der nichts hat. Okay. Hohe Arbeitslast. Okay. Und dann hauen wir nochmal einen Tierpfleger rein. Na, zwei. Kriegen wir denn schon hin? Über den Arbeitsbereich. Ganz nach unten scrollen. Zwei Mitarbeiter. Schön in Zone 4. Ab dafür. Tag. Sibylle. Forschung ist abgeschlossen. Oh, ich höre, dass da Tiere ankommen. Ratschnick ist auch gleich fertig. Hallo. Geht's euch? Ja. Gelände? Pinsel mal Gras kurz. Erstmal einmal auf grün schalten. Müssten ja eigentlich jetzt genug da sein, um... Gut, Erde. Erde finde ich jetzt auch sehr praktisch. Wir haben ja... Bauten hier. Pinseln wir die auch nochmal schick an. Sehr schön. Dann gehen wir gleich über zu den... die? Dann gucken wir mal entspannt durch. Buche haben wir schon ganz viele. Eichen haben wir auch schon ganz viele. Indischer Bambus. Mhm. Korkeiche. Nehmen wir eine Korkeiche. So. Gehen wir gleich mal rüber. So, das war schon ein bisschen was davon verdecken. Ich bin auch der Meinung, wir könnten auch ein bisschen mischen. Ja, die wollen halt viel Bepflanzung haben. Die fein. Jetzt erst 1%. Dennoch. So als Kontrast. Rein halber Reihe reicht vollkommen aus. Okay, jetzt mal dich dazwischen. Flup. Bis dahin. Ja, ein bisschen, also ein bisschen etwas niedrigere Bäume hier drin haben. Ist man schön. Genau. Und das dorthin. Relativ viele Bäume hier drin. Die mögen halt den Wald, ne? Das, was doch fehlt, sind so richtige, vernünftige Büsche gibt hier. Nee, ja.
muss halt immer Bäume umfunktionieren als Büsche. Immer noch irgendwas. Weißdornstrauch? Ah, nee, lass mal. Nicht an Oberfläche. Zack, weg. Tschüss. Nee. Nee, 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 das fühle ich nicht. Auch schon wieder so. Ah, schwierig. Brauchen halt auch noch was, wo sie sich verstecken können. Weil sonst sieht das alles auch immer so ein bisschen sehr kahl aus. Das wäre cool, wenn sie sowas mal reinbringen würden, auch so, dass man kleine Pilzflächen machen könnte. Mit Anpinseln und so. Ja, es soll ja halt nicht so offen wirken. Das dahin. Der hintere Teil kann ja offen sein, aber für die Besucher. Wenn man jetzt so diese Optik hier hat. Dass man nicht unbedingt gleich die... die Schlafgebiete... penetrieren kann. So müsste man noch schönere Büsche haben. Und nicht, dass ich jedes Mal die... Wo sind sie denn? Nee, die waren hier unten. Hier missbrauchen muss. Rinzi Nuke? Dafür, dass es ein Strauch ist, ist das sehr baumartig. Ganz zu hoch. Dann bringen wir gleich noch Struktur rein. Gut. Boah. So, damit der Boden nicht ganz so langweilig aussieht, pinseln wir ihn gleich noch. Erde vertragen ist auch ganz gut. Ja, halt hier können wir so Wege andeuten. Die Tiere halt öfters so lang watscheln. Könnte mich ja gleich auch noch machen. Ich weiß nicht, wie viel Erde die vertragen. Hier haben wir... Ich... Gut, Wasser. Und dann leider ein bisschen Spielzeug reinbringen. Schön hier hinterm Baum noch ein bisschen. Ja, nur so andeuten. Und bringt das Struktur in den Tag. Gut. Jetzt noch ein bisschen was für die Herren Zuschauer. Was haben wir jetzt hier noch? Das Ding kommt hier hin.
Warum das, der Bereich hier vorne, das ist nur für die Besucher. Müssen wir jetzt alle glücklich haben. So. Schon schön zu sehen, wenn die FPS das nicht mal mehr flüssig darstellen können. Aber ist okay. Zack, nach vorne. Müssen wir noch in, ja genau, in dem Bereich sein. Sehr schön. Wo ist er? Ein paar Spendendosen aufstellen. Was haben wir denn? Verstorben, verstorben, verstorben. Flusspferd, Alpha-Status. So, Wildhund müsste das jetzt sein, oder? Ja, Wildhund ist fertig. Sehr schön. Welches Tier kommt jetzt in der Forschung? Hier, Bildung. Bildung pro Tier. Nach Besucher. Mit Weißnacken. Wo haben wir denn die Weißnacken? Okapi. Weißnacken. Bitte schön, feuerfrei. Gut, Leistenkrokodil. Und Dammhirsch wieder. Das Leistenkrokodil. Wir müssen gleich noch Spendenbüchsen aufstellen. Ist eigentlich relativ egal. Den Rest lass mal frei. Der Dammhirsch. Der gute Dammhirsch. Das behalten wir, das. Weil ich sagen muss, nee, vernünftiges Männchen haben wir gerade nicht bei. Musst du weg. Tschüss. So. Das Helmgetier. Gut, das Männchen. Das Männchen und das Weibchen und der Rest kann weg. Tschüss. Perfekt. Flusspferd. Alpha Kämpfer. Flusspferd. Du bleibst da. Die Weibchen. Sehr schön. Gut, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.